Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch, nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video. Gucken wir uns zunächst das Krisenmanagement an. Beim Krisenmanagement innerhalb der EU, also innerhalb einer Krise, ist es so, dass zunächst einmal die Prüfung der Situation grundsätzlich wichtig ist und dann entsprechende Lösungsansätze auf der kleinstmöglichen Ebene gesucht werden sollen. Das heißt, hier arbeitet man letztendlich nach einem föderalen Prinzip. Man guckt sich erstmal an, was ist überhaupt die Situation, die gegeben ist. Das wird in den verschiedenen parlamentarischen sowie aber auch in den sonstigen Instanzen der EU gemacht und dann guckt man sich an, welche entsprechenden Lösungsansätze gibt es denn, welche Möglichkeiten hat die EU, welche Möglichkeiten hat der Staat und welche Möglichkeiten haben die Regionen, um dort zu agieren, und dann ist es tatsächlich so, dass die kleinstmögliche Ebene erstmal sozusagen eingreifen soll, dass man erstmal diesen Lösungsansatz auf einem kleinstmöglichen Ebene finden möchte. Das heißt, dass nicht direkt die ganze EU für einen Rohrbruch in einer x-beliebigen Kommune aufkommen soll, sondern dass man sich hier dann tatsächlich erstmal auf der kleinstmöglichen Ebene einbringt. Und so ist es dann tatsächlich auch zu erklären, dass wir hier häufig das Ende des Krisenmanagements haben, denn viele der Situationen, die geprüft werden, werden gar nicht darüber hinaus weiter verfolgt, denn hier findet man häufig sehr schnell Lösungsansätze, die dann entsprechend auf dieser kleinstmöglichen Ebene, meistens auf einer regionalen Ebene, schon umgesetzt werden können und das Eingreifen der EU gar nicht vonnöten ist. Falls es nicht so ist, ist es so, dass dann die Mobilisierung aller Mitgliedstaaten und der entsprechenden Mittel stattfindet. Das heißt, man hat ja durchaus eine Vielzahl von Institutionen, die da zusammengreifen, viele Mitgliedstaaten innerhalb der EU, die erstmal zusammengebracht werden müssen. Das kann in Form eines Krisentreffens sein, aber es kann auch in Form verschiedener Zusammenkünfte innerhalb des EU-Parlaments oder der Kommission insbesondere natürlich sein. Entsprechende Mittel, die dann zusammen formiert werden, ist insbesondere so zu verstehen, dass man, wenn man weiß, dass eine Situation ein besonders schnelles und agiles Handeln benötigt, dass man hier dann auch schon von vornherein gewisse Mittel, wie beispielsweise finanzielle Mittel natürlich insbesondere, aber auch humanitäre Mittel, unterstützende Hilfen also einbringen möchte und diese dann auch schon mobilisiert, bevor überhaupt die Verhandlungen überhaupt begonnen haben, beziehungsweise die Lösungsansätze schon komplett klar sind. Also die Mobilisierung ein ganz wichtiger Schritt, damit man überhaupt weiß, was man in dieses Krisenmanagement einbringen kann. Der Europäische Rat kann dabei die Führungsrolle vergeben. Das heißt, am Anfang einer Krise ist es meistens für die EU wichtig, dass man erstmal eine Führungsrolle vergibt, die dann die Mitgliedstaaten untereinander koordiniert und so natürlich auch ermöglicht, dass eine Führung ganz gesittet ein Management der Krise dann entsprechend auch ermöglicht. Das heißt, die Situationen werden hier nicht mehr nur noch geprüft, sondern sie werden dann tatsächlich angegangen und der Europäische Rat nutzt meistens seine Möglichkeit, um eine Führungsrolle zu vergeben, um ein bisschen Ordnung in dieses Krisenmanagement einzubringen. Das hat sich zum Beispiel mit Frankreich und Deutschland als führende Rollen dann sehr gut erwiesen. Das heißt, dann haben die Staatsoberhäupter bzw. die jeweiligen Repräsentanten dann die Führungsrolle übernommen. Dann ist es so, dass die Vermittlung der Lösung sowie auch die Lösungssuche durch den Europäischen Rat oder auch durch die Kommission stattfinden soll. Dabei wird sie natürlich unterstützt von ganz vielen verschiedenen Organen, die ja die EU einfach hat. Und hier ist es dann schön zu sehen, dass alle Instanzen ineinander greifen und insbesondere der Europäische Rat sowie auch die Kommission hier die Möglichkeit nutzen, um entsprechende Lösungen zu vermitteln und Lösungen überhaupt erst zu entwickeln. Das heißt, die Lösungssuche ist ein ganz wichtiger Teil dieses Schrittes, den wir hier beim Krisenmanagement einmal vorfinden. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, erstmal überhaupt sich des Problems bewusst zu werden, sondern dann geht man tatsächlich auch direkt schon darüber hinaus darauf ein, wie können wir jetzt dieses konkrete Problem lösen und welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt, um da eine Lösung zu finden. Und diese Lösungen sollen dann an alle Mitgliedstaaten natürlich vermittelt werden. Dazu kann dann insbesondere die Führungsrolle nochmal von großer Relevanz sein. Das heißt, dass die entsprechende Führungsrolle, die entsprechende Führung des Krisenmanagements dann da eingreift, die Lösung an die jeweiligen Mitgliedstaaten vermittelt und auch nochmal guckt, welche Mittel haben wir denn zur Verfügung, welche können wir eventuell noch darüber hinaus mobilisieren.
probieren. Dann ist es so, dass die Absicherung der Bewältigung durch vertragliches Vorgehen oder auch entsprechende Sanktionen geregelt wird. Das heißt, man versucht hier natürlich zu ermöglichen, dass diese Bewältigung, die Lösung verpflichtend für alle Staaten gilt. Es ist im Sinne der Gleichheit aller Mitgliedstaaten in der EU natürlich hier wieder ein ganz wichtiger Prozess, der auch abgesichert werden soll. Meistens ist es so, dass das vertraglich abgesichert wird, beziehungsweise dass entsprechende Sanktionen gegen Staaten verhängt werden, die sich dann nicht dem allgemeinen Konsens der EU fügen. Dabei ist natürlich ganz wichtig hervorzuheben, dass trotzdem unterschiedliche Mittel eingebracht werden können, beziehungsweise dass nicht alle Mitgliedstaaten unbedingt an jeder Situation beteiligt sein müssen, sondern teilweise natürlich auch nur zustimmen und dann praktisch dem zustimmen, dass die EU in gewisser Weise in bestimmten Situationen dann auch auftritt. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess, der hier um die Absicherung der Bewältigung bzw. um das vertragliche Vorgehen handelt. Zuletzt ist natürlich ganz wichtig bei jeder Krise, man soll aus Krisen lernen und so ist es auch so geregelt in den Vorgehensweisen der EU. Das heißt, die EU sagt auch, wir müssen aus diesen Situationen, die sich ergeben, dann für zukünftige Situationen lernen und dementsprechend versuchen sie sich dann hier entsprechend Abhilfe zu schaffen bzw. als Krisenmanagement hier zu engagieren. Das war's jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao. Kommen wir dann zu wichtigen Krisen der EU. Dazu haben wir drei wesentliche Krisen plus noch eine vierte, die jetzt sehr aktuell ist, eingebracht, nämlich die Euro-Krise, die Ukraine-Krise, die Flüchtlingskrise sowie den Brexit. Die Euro-Krise als eine der wichtigsten Krisen der EU hervorzuheben, da alle Staaten unmittelbar beteiligt waren, ob sie jetzt einfach das Opfer dieser Krise waren, beziehungsweise die Problemzone oder ob es hier dann tatsächlich darum ging, zu helfen. Alle Teile der EU waren hier inbegriffen und so ist es so, dass die Eurokrise sich nach der Weltwirtschaftskrise rund um 2007, 2008 dann im Jahr 2010 sozusagen vorfinden lässt, im Zuge einer sehr geschwächten Wirtschaft. Man hat den Wohlstand der letzten Jahre verloren, und greift dann die Euro-Krise ein. Die Haushalte sind enorm angeschlagen und dadurch werden Rettungspakete beschlossen, um diese Haushalte wieder zu stärken, insbesondere die Haushalte von südlicheren Ländern wie beispielsweise Griechenland oder Italien sind hier insbesondere hervorzuheben. Die hatten auch schon vorher extreme Probleme mit der Wirtschaftsführung, mit der Haushaltsführung und diese Probleme, teilweise auch die unreinen Bilanzen, die sich dort vorfinden ließen, diese mussten dann behoben werden. Und so ist es kaum verwunderlich, dass die Weltwirtschaftskrise entsprechend das ausgelöst hat und dann ein gemeinsames Handeln in der EU notwendig wurde, um entsprechende Pakete zu mobilisieren. Und da sieht man auch mal ganz schön, wie das Ganze durchgesetzt wurde, beziehungsweise wie verschiedene Instanzen ineinander greifen. Denn hier ist es tatsächlich so, dass die EZB natürlich maßgeblich beteiligt wurde, um die entsprechenden finanziellen Mittel zu bereitzustellen und auch der Europäische Rat war an der Durchsetzung maßgeblich beteiligt, damit insgesamt die rechtliche Lage, die vertragliche Lage hier abgesichert werden konnte und nur so war es möglich, diese hohen Kredite, die da teilweise notwendig waren, die dann entsprechende Rettungspakete umfassten, zu ermöglichen. Und hier ist auch ganz wichtig hervorzuheben, dass diese Rettungspakete natürlich immer auch an Bedingungen geknüpft wurden, die dann in den entsprechenden Ländern umgesetzt werden mussten. Außerdem ist es so, dass die anschließende Schaffung der Bankenunion daraus hervorgegangen ist. Das heißt, es ist ein allgemeines Verhältnis, in dem jetzt alle Banken EU-weit abgesichert werden sollen und dementsprechend, dass man hier ein allgemeines Bankensystem geschaffen hat, das allgemeine Standards hat und auch unter einer allgemeinen Kontrolle verfällt. Die Ukraine-Krise ist insbesondere deshalb relevant geworden, weil man eine geografische Nähe der EU zur Ukraine natürlich hat und diese Ukraine dann entsprechend auch problematisch sein kann,
wenn man das in Bezug auf Kriegssituationen bewertet, beziehungsweise auch auf entsprechende Flüchtlingsströme, die so entstehen können. Und dementsprechend ist die EU natürlich in gewissermaßen angehalten, da auch präventiv einzugreifen. Außerdem ist es so, dass man hier dann entsprechend aus humanitärer Sicht natürlich eingreifen wollte, weil entsprechende Menschen natürlich auch gefährdet wurden und dies natürlich nicht den Grundsätzen der EU entspricht. Außerdem hat man hier dann festgestellt, dass die Ukraine-Krise insbesondere für die verschiedenen Mitgliedstaaten der EU ein großes Problem darstellte, denn man hat teilweise unterschiedliche Verhandlungen feststellen können. Das heißt, die Länder haben unterschiedlich verhandelt, trotz des Vertrags der EU, und haben sich entsprechend von ihren eigentlichen Begebenheiten losgelöst, nur um dann entsprechend eigene Meinung durchzusetzen. Das heißt, das war erstmalig ein bisschen ein Vertragsbruch mit den Grundsätzen der EU, und das hat natürlich Probleme bzw. auch Fragen für die Zukunft aufgeworfen. Die Flüchtlingskrise ist ein weiterer Teil der wichtigen Krisen der EU, die natürlich insbesondere durch die Verteilung von Flüchtlingen und auch das allgemeine Umgehen, das allgemeine Standing der verschiedenen Regierungen hier sehr hervorgehoben wurde. Es gab viele Verhandlungen innerhalb der EU, und dementsprechend ist es natürlich so, dass die Flüchtlingskrise auch rund um 2016-17 tatsächlich darum steht, wie die EU miteinander agiert und wie die verschiedenen Partner dann tatsächlich ineinander greifen. Der Brexit hier ein letztes Beispiel für das Austreten von Großbritannien aus der EU, und diese noch anhaltenden Verhandlungen bzw. der nun verschlossene Brexit zeigt durchaus, wie tragkräftig hier auch ein Austreten aus der EU sein kann und inwiefern das auch als Krise bewertet werden kann, weil natürlich hier auch weitere Grundsätze, wie beispielsweise welche Abkommen behalten wir, welche Abkommen werden abgeschafft, natürlich weiterhin gefährdet sind und das auch wieder ein Verhandeln innerhalb der EU benötigt, um dann überhaupt einen Austritt von Großbritannien hier zu ermöglichen. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Zunächst fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Krisenmanagement bedeutet in der EU letztendlich, dass man die Situation prüft, versucht, auf dem kleinsten möglichen Nenner bzw. der kleinsten möglichen Ebene zu lösen. Dann versucht man schnell zu mobilisieren, alle Mitgliedstaaten, alle zur Verfügung stehenden Mittel. Und dann beschließt der Europäische Rat in der Regel eine Führungsrolle, wie beispielsweise Frankreich, Deutschland, die sich als sehr souverän in letzter Zeit erwiesen hat. Und dann versucht man, das Ganze zu vermitteln, Lösungen zu vermitteln, Lösungen zu suchen und entsprechend das Ganze dann vertraglich absichern bzw. mit entsprechenden Sanktionen zu belegen und langfristig aus diesen Situationen zu lernen. Die wichtigsten Krisen der EU waren da die Euro-Krise, die Ukraine-Krise sowie die Flüchtling- und Brexit-Krise. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Und falls ihr euch aktuell auf euer Abitur vorbereitet, beziehungsweise auf die nächste Klausur in Sozialwissenschaften, Wirtschaft oder Politik, dann ist sicherlich hilfreich, wenn ihr das Buch zu dem Thema jetzt einmal in der Videobeschreibung auscheckt. Das ist das erste Buch in der Videobeschreibung. Link findet ihr wie immer ganz oben. Und damit soll es mit der Werbung in eigener Sache gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.